Meine lieben Leute, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt hier im kleidungsfreien Pool. Und, ja, was soll ich sagen? Achtung bitte, eine Durchsage. Marguerite hat den Wettbewerb als bestangezogene Frau gewonnen. Gratuliere, Marg. Naja, das wissen wir auch, allerdings als Mann, ne? Deswegen, wir gehen jetzt mal... So, meine lieben Leute, es gibt jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt mal Kabine 510, da waren wir schon drin. Wer ist da? Ich bin's, Larry. Spiegel. Larry Laffer. 45. Du erinnerst dich? Hm? Klar. Immer noch pleite? Nein, nein. Mitnichten, Baby. Bin voll aufgetankt und bereit zur Liebe. PMS das können 20. wir ändern. Ja. Komm rein. Wie wär's mit einem Drink, Larry? Ach, weißt du, im Moment bin ich nicht so durstig. Okay. Setz dich. Mach's dir bequem, Larry. Großartig. Was dagegen, wenn ich mir die Schuhe ausziehe? Nein, nicht schon wieder. Schon gut. Weißt du, wie man Strip-Lügen spielt, Larry? Nein, aber das werde ich schon rauskriegen. Fangen wir an. Wir spielen mit dem, was wir jetzt anhaben. Okay? Na klar. Na klar. Dann los. Okay. Lass knacken. Lass die Knochen klappern. Pardon. So, meine Leute. Das ist deine und jetzt, Wette. Sie hat jetzt... gut, wir machen jetzt Folgendes. Es ist so, das Ganze wird hier ewig lange dauern, wenn wir das jetzt auf normale und herkömmliche Weise machen würden. Darum werden wir jetzt ein bisschen cheaten. Es gibt die Möglichkeit hier zu cheaten, auch wenn sie gleich meckert, dass ich jetzt hier quatsche. Das muss ich eben kurz erzählen. Und weil wir haben ja schon eine Folge oder eine halbe Folge zumindest damit verbracht, hier uns die Fresse vollhauen zu lassen, ne? Weil die Karten und Glück und Würfel und das ist, ne, das kann tatsächlich mehrere Stunden dauern, wenn man Pech hat. Jetzt mach schon und trau dich, Larry. Ja, Baby. Ich lüge mir den Arsch ab. Ja, das glaube ich dir. Und ich habe mir überlegt, ich wollte es eigentlich nicht machen, aber wir machen das jetzt doch. Wir werden jetzt cheaten. Und wenn ihr das wünscht, ne, also wenn ihr da Bock drauf habt, wirklich nochmal zu sehen, wie ich das jetzt komplett durchspiele, ne, das dann wirklich auch von einer halben bis sechs Stunden dauern kann, dann mache ich das nach dem Let's Play. Wenn das Let's Play zu Ende ist und ihr euch das tatsächlich wünscht, dann würde ich euch bitten, das mal in die Kommentare zu schreiben, dann werden wir da nochmal eine extra Special-Folge für machen. Jetzt aber aktuell, es wird ewig dauern, das wird das Let's Lass Play... Lass uns weitermachen, Larry. Ja, Baby. Das wird das Let's Play so tierisch in die Länge ziehen. Und deswegen habe ich mich echt entschieden, das jetzt so zu machen. Und ihr seht, wir sehen jetzt hier ihre Dinger. Und wir machen jetzt mal Folgendes. Sam, sie hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sätze. 6 Sätzen. 6 Sechsen. Das heißt... Ne, wir machen das anders. Wir machen das anders. Scheiße, das war nicht gut. Wir sagen jetzt hier mal, komm, 4 Wetten. Lass sehen. Okay, das ist... Und sie hat halt das gewisse magische Etwas. Das war jetzt ganz, ganz blöd, Freunde. Das ist, wir kaufen einen Würfel. Ich kaufe einen Würfel. Ich war halt nicht mehr im Spiel drin. Ich habe, okay, was, wir müssen jetzt mal... sie fängt, glaube ich, an. Los sie sagt 4 Dreien und ich sag jetzt mal 4 Dreien. 4 Dreien, hat sie nicht. Würde nur anzweifeln. Mal sehen, was du hast. Ach Quatsch, Larry. Es ist einfach zu leicht, dir dein Geld abzuknöpfen. Was? 4 Dreien? Wo sind denn da 4 Dreien? 1? Vier, nicht... Boah, Freunde, bin ich gerade ein bisschen durch. Ich kaufe einen Würfel. So. Los geht's. Jetzt. Baby braucht ein paar neue jetzt Schuhe. Bin ich wieder auf dem... Was zur Hölle soll das denn heißen? Weiß nicht mehr. Ich glaube, ich habe es mal in einem Film gehört. Gut. Sie sagt 6 mal eine 2. Das sind 5. Das sind 6. Das ist richtig. Mhm. Da können wir jetzt nicht viel machen. Außer, dass wir ein bisschen Glück haben. Und wir sagen jetzt hier mal 4 mal den. So, bitte sehr. Mit besonderem Vergnügen. Wir haben natürlich kein Glück. Zeig her. Ja. Mhm. Ich fass es nicht. Scheiße, das war schon wieder ganz Ich dumm. Kaufe einen Würfel. Immer kräftig durchschütteln. Ich muss mal ganz kurz gucken. Daran hast du zu kauen. So, okay, dann sagen wir mal... Sie sagt dreimal die 3. 1, 2, 3. Dann sagen wir mal hier dreimal den Betten. Mit besonderem Vergnügen. Die Würfel rufen... Sie sagen höher, so, höher. Das können wir jetzt anzweifeln, weil hat sie nicht. Mal sehen, was du hast. Du Sohn einer. Naja. Ich kaufe einen Würfel. Tut mir leid, liebe Leute, ich musste erstmal wieder reinkommen.
Und das, was haben wir denn da jetzt? Wir fangen an. Pass mal, wir sagen mal 1, 2, 3, 4, wir sagen mal 5 mal die 6. So, 5 mal die 6. So, 5 mal 6 und sagen wetten. Okay, hier ist meine Wette. Versuch drüber zu kommen. Ich fordere dich heraus. Und noch ein bisschen höher. Spürst du schon den Druck, Larry? Okay, sie hat natürlich 1, 2, 3, 4, 5. Sie hat natürlich Glück, muss man dazu sagen. Aber noch ist es nicht verloren. Zusammen, wir setzen uns mal raus und sagen mal 7 mal die 6. So, bitte sehr. Okidoki. Zusätzlich zum Erhöhen gebe ich dir das hier zum Nachdenken mit. Okay, wenn es auf 8 geht, haben wir ein Problem. Die Würfel rufen. Ah. Sie sagen höher, höher. 2, 4, 6, 8. Okay, machen wir so. Jetzt brauchen wir echt Glück. Wir sagen einfach mal 9 und sagen wetten. Das ist meine Wette. Ich zeige diese Würfel und knoble neu. Die Würfel rufen. Boah, die macht jetzt echt die 10 sagen, raus. Höher, höher. Haben natürlich Glück gehabt, ne? Weil wir hätten jetzt sowieso gewonnen. Wir zweifeln das mal an. Genau, und ich bin die Königin von England. Ja, lass sehen. Wenn du es hast, dann hast du es. Hast du es, genau. Ich muss ja erst mal wieder reinkommen. Ja, sie kauft einen Würfel. Liebe Leute, verzeiht mir das. Ne? Das ist, so, was haben wir denn jetzt hier? Wir sind dran mit Wetten. Wir sagen, wir haben 4. Wir sagen mal ganz radikal den. Okay, hier ist meine Wette. Versuch drüber zu kommen. Ich fordere dich heraus. Lass sehen. Ah, will sie jetzt schon sehen. Ich gewinne. Ja, ja, das ist... So einfach ist das. Komm, Würfel kaufen. Ich kaufe einen Würfel. So, wir haben... Sie sagt dreimal die 6. So. Ist nicht drin, zweifeln wir an. Genau, und ich bin die Königin von England. Lass sehen. Celavi, yep. Ich kaufe einen Würfel. Okay, Baby. Auf geht's, Baby. Ihr seht, das dauert auch so schon lange genug, ne? Insofern... So, wir müssen wecken. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sagen es mal 5 mal die 6. So, 5 mal die 6. Bitte sehr. Und zurück an dich. Der Einsatz ist hoch. Ja, das zweifelt sie nämlich nicht an. Zu ne? Denken oh, geben. Fuck. Jetzt macht die echt. Ja, das ist natürlich das Problem, weil die hat echt tierisches Schwein. Und wir. Das sind jetzt. Was hat sie gesagt? Sie hat 6 mal 6. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sagen 7 mal 6. So, bitte sehr. Okay, hier ist meine Wette. Versuch drüber zu kommen. Ich fordere dich heraus. Ich kann es leider nicht ändern. Okay, du bist dran. 4, 6, 7, anzweifeln. Ah, zur Hölle. Zeig mal her, was du alles hast. Zeig mal her, was du alles hast. Du Sohn einer. Ja, ja, genau. Mhm. Ich kaufe einen Würfel. Okay, sie kauft immer einen Würfel. Kräftig durchschütteln. Okay. Sie hat 3 von den Jokern. Wir sagen mal... 4, 5, wir sagen mal 5 Sechsen. Aber die wird dann wahrscheinlich wieder, das ist... wir machen das trotzdem, 5 Sechsen. Mal gucken, was sie sagt. Wetten. Und zurück an dich. Die Würfel rufen. Sie sagen okay. Höher, das höher. Ist natürlich praktisch, wenn wir gecheatet haben, das können wir dezent anzweifeln. Ich glaube, du bluffst bloß, Schwester. Ja. Yeah. Ich kaufe einen Würfel. Okay. So, wir müssen wetten. Okay, wir haben eigentlich irgendwie gar nichts. Wir haben 1, 2, 3. Komm, wir sagen mal 3 mal die 3. Zim, zam, wetten. Hier ist meine Wette. Und ein paar visuelle Hilfen gibt's noch dazu. 4 mal die 6. 1, 2, 3, 4. Okay, dann machen wir 5 mal die 6 draus. Bitte sehr. Und zurück an dich. Die Würfel rufen. Sie sagen höher, sie sagt, höher. 6 mal die 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sagen wir 7? Wetten wir mal 7? Okay, hier ist meine Wette. Versuch drüber zu kommen. Ich fordere dich heraus. Ich kann es leider nicht ändern. Du bist dran. Okay, das können wir mal wieder dezent anzweifeln, bitte sehr. Ich glaube, du bluffst bloß, Schwester. Celavi, ja, ja. Ich denke, ich fange erstmal mit meinem Schuh an. Ja, ja, ja. Also hör mal, ich habe mir die Schuhe ausgezogen, bevor wir angefangen haben. Das hatten wir letztes Mal schon. Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, mit dem zu spielen, was wir anhaben? Mhm, ganz genau. Ja, ich denke schon. Ich auch. Ich kaufe einen Würfel. Okay, sie kauft einen Würfel. So, pass mal, was sagen wir jetzt mal hier? Wir sind dran mit Wetten. Warte mal, sie hat 1, 2, 3, 4, 5...
1, 2, 3, 4. Nochmal 5 mal die 4. 5 mal die 4. Wetten. Hier ist meine Wette. Und ein paar visuelle Hilfen gibt's noch dazu. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, das stimmt nicht. Das sind 3, 4. Ich habe keine, doch eine 5 oder 6. Das ist falsch. 1, 2, 5. Du glaubst wohl, ich wäre gerade vom Rübentrecker geflogen. Ich auch. Mhm. Ich dachte, ich hätte dich. Tja, nicht denken, ich Schenken. Nehme an, ich werde meine Bluse verkaufen. Okay. Ausziehen. Ja. Ruhig. Larry, benimm dich. Ja. Upp. Ich kaufe einen Würfel. Okay, sie kauft einen Würfel. So, den haben wir uns schon angeguckt, ne? Yumi trinkt ausschließlich Riesenbeule. Okay, können wir uns denn hier noch ein bisschen angucken? Blumen? Diese billigen Plastikblumen haben die wohl genau dort gekauft, wo La Costa Lotta ihre in Leisure Suit Larry 6 Shape Up or Slip Out gekauft hat. Okay. Das Spiel ist übrigens in den Softwareläden erhältlich, okay, vor denen dich deine Mutter immer gewarnt hat. Ah, das ergibt Sinn. Ich frage mich nur, ob wir da vorher oder nachher reingehen. Wahrscheinlich sowohl als auch, Larry. Was machen wir hier? Meerjungfrau. Vielleicht weißt du nicht viel über Kunst. Aber was dir gefällt, das weißt du nicht so gut. Ist das ach, was soll das ganze Gesülze von wegen Kunst? Guck dir mal die Teile an. Damit wäre der Fall wohl abgeschlossen. Ja, sicher. Ist das dann? Ich dachte, es wäre ein Dildo. Ist es aber nicht. Gut, und das ist der Anker hier? Der Anker erinnert dich an die katastrophale Kreuzfahrt, die du in Leisure Suit Larry Goes Looking for Love gemacht hast. Das Spiel kriegst du übrigens bei deinem Softwarehändler. Die pickligen, unterbezahlten Typen dort haben es wahrscheinlich im Spezialfach unterm Tresen liegen. Okay. Gut, was gucken wir jetzt mal? Wir gucken mal 1, 2, 3, 4, 5. Wir sagen 6 mal die 3, liebe Leute. So, 6 mal die 3, dann musst du erst. Ja. Dann musst du erst mal höher und dann gucken wir mal. Und zurück an dich. Lass sehen. Tja, Baby. Und du hast an mir gezweifelt. Ja. Yeah. Sieht so aus, als müsste ich mich von diesem Rock hier trennen. Ja, unbedingt. Nie wieder werde ich an der Macht des Gebets zweifeln. Ich auch nicht. Ich kaufe einen Würfel. Okay, gibt zwei Würfel. Super. So, was haben wir jetzt hier? Wir fangen an. Okay, das heißt, sie hat zwei Fünfen. Wir haben eins, zwei, drei, sagen wir mal viermal die zwei. Okay. Viermal die zwei. Bitte. Und zurück an dich. Und noch ein bisschen höher. Was sagt sie? Spürst du schon den Druck, Larry? Viermal die fünf. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Gut, dann können wir nur noch fünfmal sagen. Bitte sehr. Mit besonderem Vergnügen. Die Würfel rufen. Sie sagen höher, höher. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Anzweifeln. Ich glaube, du bluffst bloß, Schwester. Schwester. Du bist auch nicht der große Zocker, für den du dich hältst, mein Zuckermöpschen. Ich kaufe einen Würfel. Ja. So, wir sind dran, okay. Sie hat 1, 2, 3 Fünfen. Wir machen mal 4 Fünfen draus. So, 4 mal die 5, bitte sehr. Der Einsatz ist hoch. Und die hier werden dir zu denken okay. geben. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das heißt, wir machen mal, hoffen, dass wir Glück haben, machen den. Okay, hier ist meine Wette. Versuch drüber zu kommen. Ich fordere dich heraus. Zweifelt das sowieso an, ne? Und noch ein bisschen höher. Spürst du schon den Druck, Larry? Das Problem ist, die ist, ich weiß nicht, wie sie es macht, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann müssen wir natürlich auf 7 gehen. Geht nicht anders, bitte sehr. Mit besonderem Vergnügen. Ich kann es leider nicht ändern. Du bist okay, dran. Geht auf 8, 2, 4, 6, 7 anzweifeln. Genau, und ich bin die Königin von England. Lass sehen. Du Sohn einer. Verdammt. Ich muss noch ein Kleidungsstück ablegen. Oh, zwick mich. Ich glaube, ich träume. Ach, ich Dummchen. Ich habe ja meine Ohrringe ganz vergessen. Wie bitte? Die gehören auch zur Kleidung. Ich trage sie doch. Oder etwa nicht? Du Schofel. Das schon, aber ich trage keine Ohrringe. Willst du damit andeuten, dass du nicht Manns genug bist, einem armen, zerbrechlichen Weib eine kleine Vorgabe zu gewähren? Du Schofel. Du Schofel, was waren wir schon mal? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Larryline, du bist ein Prinz. Ja. So würde ich das nicht gerade nennen. Auch nicht.
Ich kaufe einen Würfel. Ich kaufe einen Würfel. Lass die Knochen klappern! Okay, wir dürfen wieder wetten. Sie hat zwei Dreien. Wir sagen mal vier Dreien, bitte sehr. Aha. Viermal die drei, bitte sehr. Okay, hier ist meine Wette. Versuch drüber zu kommen, ich fordere dich heraus. Hier ist meine Wette. Und ein paar visuelle Hilfen gibt's noch dazu. Okay, fünfmal die drei, eins, zwei. Dann sagen wir jetzt mal, das ist natürlich riskant, ne? Aber wir sagen mal viermal den hier. Okay, hier ist meine Wette. Versuch drüber zu kommen, ich fordere dich heraus. Hier ist meine Wette. Und ein paar visuelle Hilfen gibt's noch dazu. Okay, brauchen wir nicht verzweifeln, das dezent an. Lass sie sehen. Ja. Yeah. Ich hab eine Strähne. Eine Strähne, und da ich geht auch. Er hin, der zweite Ohrring. Na, schon aufgeregt. Larry. Aber sicher, aber so. Ekstatisch. Ja, ja. Ich kaufe einen Würfel. Okay. Meine Leute, wie das Ganze hier weitergeht, ne? Das sehen wir in der nächsten Folge. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Das macht es in der Tat ein bisschen leichter, aber das ist, wie gesagt, wenn ihr das gerne möchtet, dass wir das mal komplett nach diesem Let's Play einmal komplett durchziehen, was weiß ich, eine Special-Folge halt, macht die auch 3 Stunden gehen, ich weiß es nicht, dann schreibt das bitte unter die Kommentare, sagt, möchte ich sehen, möchte ich nicht sehen, ne? Weil das dauert eh schon so lange, ne? Ich habe jetzt, glaube ich, die zweite Folge drauf verschwendet, das heißt, ne, gemacht, ne? Das macht ja auch Bock, muss ich sagen. Aber es zieht das Let's Play doch sehr. Lass uns weitermachen, Larry. Ja, Baby, das versuche ich gerade den Leuten zu erklären. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal ziehen wir die Schwester aus. Aber das ist aber sowas von garantiert, Freunde. In diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Hallo, ich war grad, ciao, ciao. Und Danny wird's bereuen, sich mit uns angelegt zu haben.